Heute zeige ich dir neue Möglichkeiten, die du in Melodyne 5 hast, um deine Vocals zu tunen, zu pitchen oder einfach moderner klingen zu lassen. Geht gleich los! Hallo, ich bin Martin und wenn du neu hier bist, auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Um Logic speziell geht's heute aber nicht, sondern heute geht's um Melodyne. Ich habe letzte Woche ein Intensiv-Tutorial über Melodyne 5 gedreht, in dem ich dir alle Neuheiten vorstelle und ich habe viele Fragen dazu bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, ich lege so ein bisschen nach und mache immer mal wieder ein neues Video zu Melodyne, zu einem bestimmten Melodyne-Bereich und heute soll es um Vocals gehen. Ich zeige dir heute neue Werkzeuge und neue Workflows in Melodyne 5 für die Vocalbearbeitung. Das machen wir an zwei Beispielen und mit dem ersten hier fangen wir an. Ich habe mir hier in dem Fall jetzt nur ein ganz kurzes Stück rausgesucht, das ich mit Melodyne bearbeiten möchte, in diesem Beispiel. Und jetzt lade ich einfach Melodyne Ara in den Kanalzug. Wir gehen auf Mono, ist eine Stimme, auch das ist richtig. Und ich würde dir immer raten, am Anfang nochmal kurz zu überprüfen, welchen Algorithmus verwendet er. Melodisch möchte ich Mono, ist eine Mono-Stimme. Und jetzt lasse ich es einfach laufen und dann liest es direkt ein. Zack, da ist es schon keine Zehntelsekunde gedauert, oder? Und jetzt können wir schon mit diesem Soundbeispiel hier arbeiten. Hören wir mal ganz kurz rein, was es für ein Stück ist, mit dem wir arbeiten möchten. Okay, der erste Schritt, den du jetzt machen kannst, wenn du die Vocals hart pitchen möchtest, also sehr, sehr genau auf den Tonhöhenschwerpunkt bringen jede Note und vermeiden, dass er so ein bisschen flat ist, dann kannst du alle markieren. Das mache ich hier über Command A im Mac. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder hier über das Makro für die Tonhöhenkorrektur den Tonhöhenschwerpunkt einfach komplett nach oben ziehen. Und da siehst du schon, wie sich die Blobs, so heißt das hier in Melodyne, also die Noten oder sieht so ein bisschen aus wie MIDI-Events, verändern. Es gibt aber in Melodyne 5 einen schnelleren Weg, und zwar indem du einfach mit dem Hauptwerkzeug hier doppelklickst. Und zack, schon sind jetzt alle Noten auf dem Tonhöhenschwerpunkt, okay? Hören wir mal rein, ob wir das jetzt hören, ob es sich jetzt irgendwie sehr, sehr gerade schon anhört, weil das ist ja auch oft Teil von so einem modernen Vocal Sound. Es hat schon so ein bisschen so einen kleinen künstlichen Touch und das ist in der modernen Pop-Vocal-Produktion ja so gewünscht, aber es ist natürlich noch viel krasser. Und deswegen wollen wir die Sache jetzt noch künstlicher machen, indem wir ihm das Vibrato entziehen und damit diese Stimme ja so richtig ein bisschen was an Menschlichkeit nehmen, dass es vielleicht so eher wie so ein Synthesizer so ein bisschen klingt. Das machst du hier über das Tonhöhenwerkzeug und zwar mit dem ersten Sekundärwerkzeug. Das ist das Tonhöhenmodulationswerkzeug. Was für ein langes Wort. Das wähle ich jetzt aus und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick mache, zack, dann ist das komplette Vibrato von dieser Stimme weg. Und hören wir mal, wie das jetzt klingt. I would be yours by the end of the day. And I'm making known that I want you to stay. Whoa. Ist dir bestimmt bekannt, wenn du Chartmusik hörst oder auch hast, je nachdem, das ist dieser Effekt. Die Besonderheit an Melodyne 5 ist, dass du jetzt, muss ich immer runtergucken, dass du jetzt, wenn dir das Entziehen des Vibratos gefällt, du möchtest aber nicht, dass er pitcht, also dass er so springt, so krass, dann kannst du das machen und zwar mit dem Tonhöhenwerkzeug. Jetzt siehst du schon, ich mache nochmal ein bisschen größer, jetzt siehst du schon, dass hier so Striche, dass es hier so kleine Striche gibt. Wenn du die jetzt am Ende einer Note nach oben oder nach unten ziehst, dann kannst du praktisch das Vibrato einer Note entziehen. Aber du kannst verhindern, dass er springt. Das heißt, du kannst so eine Art Bending simulieren künstlich. Wir hören noch mal rein und dann verändere ich das. I would be yours by the end of the day. Er springt von hier nach hier. Wenn ich jetzt das Vibrato hier künstlich reinziehe, oder machen wir es gleich bei allen, dann siehst du, dass hier so eine geschlossene Kurve entsteht. Und jetzt springt er nicht mehr hin und her zwischen den Noten, sondern es gibt so ein Slide. I would be yours by the end of the day. And I'm making known that I want you to stay. Whoa. Ja, nochmal das Pitchband hier sozusagen weg. And I'm making known that I want you to stay. Whoa. Kannst du also künstlich solche Bendings erzeugen oder dass der Sänger was ansingt, obwohl er gar kein Vibrato hat. Damit gehen wir weiter zum nächsten Beispiel.
Okay, wir sind im zweiten Projekt und dieses Mal ist es eine Frauenstimme, die ich bearbeiten möchte und die von vornherein schon so ein bisschen künstlich klingt und die so eine Sopranstimme. Und da finde ich, kann man das teilweise sogar noch besser zeigen. Hören wir erst mal rein. Okay, machen wir hier nochmal das gleiche, auch Melodyne Ara rein, Monospur, alles richtig. Wir wählen wieder Algorithmus aus, kontrollieren wir, ob das stimmt, melodisch, spielen es kurz rein. Zack, das war's schon. Ich mache jetzt zunächst mal die gleichen Arbeitsschritte wie bei dem anderen. Das heißt, ich möchte ja auch, ich sage mir jetzt auch, okay, ich möchte hier diese Vocals erstmal so ein bisschen platt machen. Ich markiere wieder alle und entziehe ihnen gar nichts, sondern ich gehe auf den richtigen Pitch oder lade sie genau auf den Pitch. Schauen wir mal, ob Melodyne es richtig ausgelesen hat jetzt. Okay, auch hier mache ich jetzt auch nochmal das Gleiche. Wir entziehen ihr wieder das Leben der Dame hier. Und hören jetzt mal rein. Es klingt jetzt so ein bisschen komisch, das haben wir ja auch gewollt. Du kannst jetzt natürlich noch ein bisschen übertreiben und zwar mit dem Formantenwerkzeug. Ich finde, sie klingt ein bisschen spitz insgesamt, sie hat auch spitze Konsonanten und so. Deswegen können wir jetzt mit dem Formantenwerkzeug die Obertöne, die unsere menschliche Stimme tatsächlich wie eine menschliche Stimme auch klingen lassen, verschieben können, ohne die Hauptfrequenz zu verschieben von dem Ton. Ja, das heißt, ich kann die Formanten einfach nach oben und nach unten schieben. Und was passiert, wirst du gleich hören, wenn ich sie nach oben oder nach unten verschiebe. Extrem. I'll leave you up in the sky, roll the airplanes. Leave you up in the clouds, the distance is safe. Ja, wenn du sie nach oben ziehst, dann bekommst du so einen Entenhausen-Touch, ja, so eine Mickey-Maus-Stimme, Donald-Duck-Stimme. Und wenn du sie nach unten ziehst, dann wird die Stimme innerhalb Sekunden immer männlicher. Geschlechtsumwandlung in Sekunden sozusagen. Auch das geht mit Melodyne. Ich ziehe es jetzt aber nochmal hoch, weil ich wollte es jetzt so krass eigentlich gar nicht machen, sondern ich ziehe jetzt einfach die Formanten so ein bisschen nach unten und ein bisschen nach oben, so ein bisschen so einen unangenehmen, schrillen Touch und den kann ich jetzt mit den Formanten hier rausziehen. I'll leave you up in the sky with the arrow. Planes, leave you up in the clouds. The distance is safe. Ich finde, bei so Stimmen, die sehr viel Höhenanteil haben, schon, ob es jetzt vom Mikrofon kommt oder von der Stimme selber, die so ein bisschen schrill oder kreischige Frequenzen haben oder auch mit aufgenommenen Raumfrequenzen, da kannst du mit dem Formantenwerkzeug, auch wenn du es jetzt nicht als Effekt einsetzt, kannst du ganz gut nacharbeiten und es ein kleines bisschen dumpfer machen, ja? Gefällt mir jetzt gut, lasse ich so. Was dir bestimmt auch aufgefallen ist, sind die etwas krassen Sibilanten. Und das ist auch 9 Melodyne 5. Die kannst du hier mit dem Sibilanten-Balance-Werkzeug wegmachen. Das ist praktisch ein eingebauter De-Esser in Melodyne. Den habe ich jetzt ausgewählt. Wir machen hier ein bisschen größer. Und das hier sind Sibilanten. Siehst du das? Diese schnell gestrichelten Dinger hier. Und die kann ich jetzt nach unten ziehen. Jetzt hören wir erst nochmal so rein. I'll leave you up in the sky with the aeroplanes. Leave you up in the clouds. Das ist das zu heftig, ja? Das probiere ich jetzt einfach runterzuziehen. Wenn ich jetzt hier runterziehe, macht er nicht alle Noten leiser, sondern nur die Sibilanten, die er erkennt. Ui, sie hat mich angehaucht. Aeroplanes. Leave you up in the clouds.
Wir können noch ein bisschen, und sehr natürlich übrigens klingt es, weil es ja einfach nur leise gemacht wird und nicht komprimiert. Das ist immer gerne ein bisschen das Problem bei Kompressoren, dass die, dadurch, dass sie das Signal komprimieren, dass dann auch Artefakte entstehen. Und hier läuft das sehr natürlich. Kriegen wir Schiss, wenn die mich da angreift. Also, dass die einfach diese Sibilanten sehr natürlich leiser machen kannst. Aeroplanes leave you up in the clouds. The distance is safe. Leave you up in my head. The thoughts of physical pain. Leave you up so high. Can't touch you again. Also auch sehr beeindruckend, wie das neue Sibilanten-Tool mit Melodyne hier arbeitet. Wenn du dich für mehr Melodyne-Tutorials interessierst oder die komplette Übersicht, dann schau dir einfach mal dieses Video da an. Da gebe ich dir eine komplette Übersicht in Melodyne 5, eine komplette Übersicht über alle Neuheiten. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Kommentar. Was hältst du von Melodyne? Über einen Daumen nach oben oder im besten Fall über einen neuen Abonnent. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video. Bis dann.